Eine weitere Folge Promi-Geflüster. Heute geht's weiter in die Kriminalistik sozusagen, Krimiserie. Und ihr wisst ja, ich bin, ja, ich gebe es zu, Soko-Fan. Egal welche Sokos im ZDF laufen, angefangen von der Ur-Soko, Soko 5113, die es leider nicht mehr gibt. Dann vor der Haustüre bei mir wird ja Soko Stuttgart produziert, also in Stuttgart. Und dann, welche ich auch immer sehr gerne schaue, sind die Fälle von der Soko Leipzig. Und zum Jahreswechsel gibt es beim ZDF da immer welche, die 90 Minuten ausgestrahlt werden. Also so ein richtig spannender Fall jeweils. Das ist alles so zum Jahreswechsel. Und einen Fall, den gibt es am 30. Dezember noch, also noch im neuen, im alten Jahr. Und genau, im neuen Jahr geht es dann weiter. Und wie gesagt, einen Schauspieler, der sich hier ein bisschen dem Drogenmilieu, glaube ich, verschrieben hat. Also da wird man vielleicht ein kleines bisschen können wir Einblick dann haben. Ja, Mandy, Adrian, den begrüße ich ganz herzlich bei mir. Ich sage erstmal Halli, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Soko, was hat's damit auf sich? Wie bist du mit den Krimiserien vertraut? Man ist ja aufgewachsen in Deutschland mit verschiedenen Krimiserien, unter anderem auch Soko und ja, ich bin auch mit Tatort aufgewachsen, also meine Familie hat auch immer Tatort geguckt am Sonntag und das habe ich dann auch oft mitbekommen, wobei es als Kind natürlich ein bisschen zu gruselig war. Und vor allen Dingen Sonntagabends dann auch noch, also das ist dann für Kinder ja sowieso ganz gefährlich, die müssen ja dann am anderen Tag wieder in die Schule dann, ne? Genau, das war. Deswegen habe ich erst wahrscheinlich mit 12 Jahren angefangen, Krimis zu schauen. Sehr gut. Ja, also, wie gesagt, die sonstigen Sokos, die sind ja doch auch immer ein bisschen unterhaltsam. Also da geht es ja jetzt auch nicht so ganz brutal zur Sache. Aber, wie gesagt, bei Soko Leipzig, die sind dann durch das, dass sie dann auch erst ab 21.15 Uhr laufen, da kann es dann schon mal ein bisschen brenzliger werden, ne? Definitiv, das sieht man ja auch in unserer Folge. Ja. Das ist da ein bisschen härter. Die da heißt, ich habe es hier schon mal vorliegen, Lauf, wenn du kannst. Das ist der Titel. Mhm. Und da, genau. Wie gesagt, ich habe vom ZDF hier gerade die Presseinfos da. Also es geht um eine Fitnesstrainerin, die verschwunden ist, mehr oder weniger erstmal. Ne? Okay, ja, Lisa Prangnitz verschwunden ist, eine Fitnesstrainerin. Und ihr Ehemann ist Drogenfahnder. Und der verdächtigt natürlich welche aus dem Park, weil sie da auch immer joggen war. Und da ist unter anderem ein Foto aufgetaucht, beziehungsweise eine Zeichnung von meinem Charakter, Curtis Abeda. Okay. Und verdächtigt ihn, dass er was mit dem Mord zu tun hat. Verstehe. Gut, mehr sagen wir jetzt noch nicht. Sonst ist es doch wieder zu viel und da gehörst du natürlich ganz gewaltig zu dem in den Kreis der Verdächtigen, ganz genau. Richtig. Aber ich habe auch hier noch ein Pressefoto, das muss ich doch mal zeigen. Ich glaube, da hat die Maskenbildner, die haben da, glaube ich, ganz schön Arbeit gehabt. Ich hoffe, ich habe jetzt gleich das Richtige. Hier, da sieht er ganz gewaltig zugerichtet aus. Wie definitiv. Ist denn da, wie lange dauert so eine Maskenbildnerarbeit, wenn sie dich da hier so herrichten müssen? Also sowas dauert natürlich schon etwas länger. Das dauert so, ich würde sagen, es geht eigentlich noch eine halbe Stunde, hat das gedauert, glaube ich, gefühlt. Okay. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und das sieht auch sehr, sehr authentisch aus, finde ich. Ja, das haben sie echt gut gemacht. Das wird dann so von einer Prügelei und Schlägerei her, ne? Genau. Unter anderem, genau. Also, wie gesagt, spannende Sachen. Die Drogen sind im Spiel und ja, also das wird auf alle Fälle ein toller Fall, kann ich mir vorstellen. Genau. Mhm. Sehr gut. Also, Soko Leipzig am 30. Dezember, 21.15 Uhr geht's los im ZDF. Und wenn man jetzt so ein bisschen deine Vita liest, ich habe es ja nebendran und wer dich jetzt von meinen Zuschauern vielleicht auch noch gar nicht kennt, weiß es ja nicht, darfst dich auch gerne mal ein bisschen jetzt nochmal konkret vorstellen, was Niamandi Adrian
bislang so schon gemacht hat. Ich glaube, es ging im Kindesalter schon los bei König der Löwen. Richtig. Also ich habe mit 10 Jahren hatte ich den Traum, auf die Bühne zu gehen. Allerdings war das noch Musical, weil ich habe damals Cats gesehen, das ist Musical, und das hat mich total umgehauen. Und dann hatte ich mir vorgestellt, dass ich Musical machen will. Und ich hatte zum Glück mit 10 Jahren das Glück, dass ich die Chance hatte, als kleiner Simba bei König der Löwen auf der Bühne zu stehen. Und von da an war mir eigentlich klar, dass ich in die Richtung gehen will. Und ja, dann habe ich Gesangsunterricht danach noch genommen, viel Musik gemacht und dann irgendwann studiert, Schauspiel studiert in Frankfurt am Main. Und danach habe ich Theater gemacht, erstmal in Berlin als Gast und dann auch angefangen zu drehen. Genau. Ja, da kommt doch einiges dann so zusammen. Klar, das sind dann auch wieder die ganzen ja, Sokos, Krimiserien, was man halt so im deutschen Fernsehen hat. Da kommt man dann doch immer mal wieder als Gast mit hinzu. Jetzt ist es natürlich immer die Problematik, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber wenn man jetzt natürlich eher jetzt nicht ganz so europäisch ausschaut, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann kriegt man dann da immer ein bisschen so die fiesen Rollen oder hast du auch schon mal einen guten Menschen spielen dürfen? Also, nein, ich würde sogar sagen, ich habe sogar überwiegend die guten Menschen gespielt, würde ich fast sagen. Zwar gibt es dann natürlich, also ich sag's mal so, vor 3 Jahren, waren die Rollenanfragen noch etwas anders. Also da war es schon oft, dass ich gefragt wurde, ob ich mit Akzent sprechen kann und sowas. Ne? Aber ich muss sagen, es bessert sich definitiv. Es bessert sich langsam und es wird auch viel gecastet, ohne dass sie vorher wissen, wie die Rolle aussehen wird. Das heißt, es werden verschiedene Nationalitäten, obwohl ich bin ja ein Deutscher, aber verschiedene Ethnien eingeladen. Und das finde ich eine schöne Entwicklung. Und was mir aber auch aufgefallen ist, dass jetzt ganz oft so ist, dass man gar nicht mehr die bösen Rollen spielen darf, beziehungsweise dass sie dann wollen, dass man eher die guten Rollen spielt, oder die Unschuldigen oder die Opferrollen. Was ich ein bisschen schade finde, weil als Schauspieler, also ich würde mich schon freuen, auch mal böse Rollen in Anführungsstrichen zu spielen wieder. Sehr gut. Ja, also mein als Schauspieler, ich glaube, wenn man ja Schauspielerei lernt, da hat man ja wirklich die ganze Bandbreite eigentlich, sollte man ja drauf haben oder hat man es ja gelernt, da dazu verschiedene Charaktere dann darstellen zu können. Genau. Wenn du das deutsche Fernsehen jetzt wirklich so siehst, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, sage ich jetzt mal. Wie ist so dein Eindruck? Ist es zu viel Krimi? Ist es zu viel Talk oder keine Ahnung, aus deiner Sicht? Wie gesagt, also ich muss sagen, es gefällt mir immer besser. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass, ich weiß nicht, beim Lesen oder auch beim Schauen der Serien oder der Filme, dass da meistens die gleichen Autoren am Werk waren. Und dadurch hat sich das Fernsehen nicht wirklich viel getraut, würde ich sagen. Also es war nicht wirklich mutig. Aber ich kriege jetzt auch immer mehr mit, dass neue Autorinnen ranwachsen und dass neue Leute eine Chance bekommen und dadurch kommt es halt zu frischem Wind wieder. Und ja, genau, es bessert sich und es passt sich an. Und das ist auch nur eine Frage der Zeit gewesen, glaube ich. Und es, ja, genau, es gibt auch immer mehr Konkurrenz und dadurch, Klar, ist natürlich auch in Berlin, wo du ja lebst, natürlich auch nochmal eine ganz andere Vielfalt vorhanden. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Ganz klar. Ja, definitiv. Ja.
Gibt es irgendeine Rolle, wo du sagst, die würde ich unbedingt gerne mal spielen? Sei es jetzt auch ein bisschen ernstere Sachen oder was könnte man sich da vorstellen? Im Generellen, es gibt jetzt nicht unbedingt einen Typus, den ich gerne spielen will. Was mir wichtig ist, dass die Geschichte der Rolle, aber das ist jetzt auch eher eine Sache der Arbeit an der Rolle. Was mir da gefällt, ist, wenn eine Vorstellung existiert, was mit der Rolle war, wo die Rolle hin will. Ja, genau. Wenn da wirklich eine Geschichte existiert in der Rolle und der Rolle auch Tiefe gibt, dann hast du halt mehr Fleisch, an dem du arbeiten kannst. Und das finde ich immer wunderschön. Das liegt auch oft daran, dass man keine Zeit hat jetzt in Serien oder sowas. Aber wenn du einen Film drehst, dann hast du auch öfters mal die Zeit, mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin daran zu arbeiten, an der Rolle und der Rolle Fleisch zu geben. Und sowas ist halt, ja, sowas finde ich immer richtig schön. Ja, nee, das ist auf alle Fälle eine tolle Sache dann. Aber ich sage in den meisten Fällen, gerade jetzt auch, wenn es um durchgehende Rollen geht, fällt mir jetzt bloß als Beispiel ein, wo auch dann wieder eine andere Hautfarbe besetzt war, war zum Beispiel der Alte. Der Alte war mal eine Zeit lang mit Pierre Sanusi Bliss zum Beispiel. Genau, War mal richtig. drinne. Oder Soko Leipzig tatsächlich Soko auch. Leipzig, Tyrone Ricketts, genau, richtig. Genau, Den hat genau. man auch schon hier zu Gast, aber das ist schon lange her, wenn er an dieser Stelle, wenn er hier zuschaut. Schöne Grüße, Ja, genau. ich grüße ihn von dir. Genau. Er ist ja auch so einer, wo wirklich dieses Problem mal aufgegriffen hat, dass einfach zu wenig unterschiedliche Hautfarben besetzt werden da irgendwo, gell? Richtig, genau. Der Richtig. hat natürlich auch noch in den 90er Jahren und Anfang 2000ern damit zu kämpfen gehabt. Das war natürlich nochmal eine schwierigere Zeit. Aber er tut ja viel dran, dass sich was ändert. Das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Mann, der Änderung schafft in der Filmwelt. Genau. Aber du siehst da jetzt für dich keine Probleme gerade aktuell mehr in der Richtung. Also es gibt immer mal, ich versuche immer den Fortschritt zu sehen, und die Sachen optimistisch zu sehen. Und es entwickelt sich wirklich in eine richtig gute Richtung. Das sieht man auch, da hat man auch den Casterinnen und Castern zu danken, weil die tun da wirklich was. Es gibt natürlich auch noch Absagen für Rollen zum Beispiel, wo mir gesagt wurde, indirekt gesagt wurde, wir wollen doch lieber einen Blonden, weil die zweite Hauptrolle ein Schwarzkopf ist, sage ich jetzt einfach mal so. Und wenn ich dann noch dazu komme, dann wäre das, ich weiß nicht, wen das stört, aber da wurde mir schon indirekt gesagt, dass sie dann lieber einen Blonden hätten für die Rolle anstatt mich. Und sowas ist natürlich, ja, sowas nervt natürlich, wenn man schon beim Casting ist und sich Hoffnung macht und sich Richtig, richtig. vorbereitet. Und dann ist das Ausschlusskriterium. Genau, ja, das ist immer, ja, das trifft einen Ja. dann schon, das glaube ich dann, ja, genau. Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, was stehen für Projekte an, so für die nächste Jahr, kann man da schon ein bisschen was sprechen, was hast du? Es gibt zwei Projekte, über die darf ich noch nicht reden. Die sind noch nicht ganz sicher, deswegen mache ich das nicht. Aber wir drehen eine Serie, die heißt 1 Million Dollar. Im Januar, Februar, und da bin ich ein Kumpel von der Hauptrolle. Und genau, darauf freue ich mich auf jeden Fall, mit einem geschätzten Regisseur, Florian Baxmeier, arbeite ich zum ersten Mal zusammen, und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, das sind doch tolle Aussichten dann für 2023, wenn es da gleich irgendwie so gesehen nahtlos weitergeht Genau. mit dem Jahreswechsel. Und ja, dann kann man dich also irgendwo in den ganzen Sendervielfalten wieder bewundern. ARD, ZDF, das Definitiv, sind die ja. öffentlich-rechtlichen, ja, und dann stehen natürlich auch noch die privaten im Raum. Und natürlich, Genau. was man ja
was sich ja komplett alles sehr gewandelt hat. Ich meine, ich bin ja noch mit erstem, zweiten, dritten Programm aufgewachsen. Mittlerweile haben wir ja Internet, YouTube und was auch immer alles. Die Kanäle muss man auch noch bedienen irgendwo, oder? Bist du da auch präsent auf den Social Medias? Da muss ich ehrlich gestehen, dass Social Media bin ich, also das liegt mir einfach nicht. Also Bilder hochladen, ich weiß, man sollte es machen heutzutage, aber Instagram, ich hab Instagram natürlich und ich poste auch ab und zu mal Sachen, aber wirklich nicht häufig. Und ich sollte es wahrscheinlich öfter machen, aber das liegt mir bis jetzt noch nicht so wirklich. Vielleicht ändert sich das ja. Instagram ist ja eine Sache, aber ich glaube, bei den Jugendlichen noch viel mehr angesagt ist TikTok, ne? TikTok, genau. Ja. Ja, da bin ich auch noch gar nicht aktiv. Aber ich mache auch Musik und dafür ist das heutzutage sehr wichtig. Und darüber werde ich vielleicht dann Zugang finden zu TikTok. Genau, wie stark prägt dich dann die Musik? Wie ist da so die Waage, Schauspielerei, Musik? Was kommt mehr vor? Also, ich liebe beides, würde ich sagen, und ich brauche auch beides. Als Das Ausgleich. ist genau als Ausgleich. Aber ja, mit Schauspiel verdiene ich mein Geld und das ist ja, ich würde sagen, das war meine erste Leidenschaft. Und dann kommt Musik, aber ich liebe auch Musik. Also wenn ich Pause habe, man dreht ja nicht ein Jahr lang durch, man hat ja auch Pausen. Und dann mache ich eigentlich jeden Tag Musik, wenn ich gerade nicht drehe. Und das ist dann in dem Fall Hip-Hop oder in welche Ja, Richtung geht's da? das geht schon in die Richtung. Das geht schon in die Richtung Hip-Hop, UK Garage, funky Sachen auch, Okay. ein bisschen Singsang. Also das ist schon ein bisschen durchmischt, aber ich würde sagen, groß und ganzen ist das Hip-Hop, ja. Okay. Und dann überall so in Berlin in den Clubs und so weiter, oder wo kann man dich da antreffen? das noch nicht, ich bin noch ganz am Anfang. Okay. Ich habe einen Kumpel, der ist erfolgreich und der hat mich dann manchmal mitgenommen zu seinen Gigs und da durfte ich dann auch spielen. Aber in Zukunft bin ich guter Dinge, dass man da auch seine Auftritte ergaunert. Ja. Ja, Berlin ist ja ein großes, wie gesagt, wir haben es schon erwähnt, ein großes Medium oder ja, da passiert sehr viel, also an allen Ecken und Enden. Und wann immer man wieder nach Berlin kommt, man entdeckt immer wieder was Neues, was man vorher vielleicht noch gar nie gesehen hat. Auch nach 20, 30 Jahren noch. Ja, genau. Ja. Ja, in Stuttgart, mit Soko Stuttgart, hattest du auch schon zu tun, genau. Genau. Aus der Ecke bin ich nämlich zu Hause. Kennst du die Gegend auch ein bisschen oder war das bloß dann zu Dreharbeiten da? Nein, und tatsächlich, mein Vater lebt bei Stuttgart und meine zwei Geschwister, Okay. die leben in Eichthal, glaube ich. So klein ist die Welt fast wieder. Ich komme aus Reutlingen, genauer gesagt. Genau. Ach, ja, Ja. geil. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, also da sieht man mal, wie alles wieder zusammenkommt ein Stück weit. Ne? Ja. Da natürlich jetzt auch der Jahreswechsel bevorsteht und die Soko, die Folge, ja, am 30. ausgestrahlt wird. Natürlich auch die Frage, wie verbringst du die Weihnachtstage oder hast sie verbracht, wie auch immer, beziehungsweise wie findet bei dir der Jahreswechsel statt? Also ich feiere ganz gemütlich mit meiner Mutter zusammen und wir machen uns dann was zu essen und genau, puzzeln vielleicht ein bisschen oder mal sehen. Aber machen ganz gemütlich, ich und meine Mutter allein. Nächstes Jahr sind wir dann wieder bei Oma, bei meinen Onkels und genau, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, das ist doch schön. Also ich sage, es ist immer so ein bisschen Zusammenkommen wieder, genau, und einfach für seine Familie da zu sein. Ganz genau, richtig. Genau. Ja, heute hat sich bei uns wiederum im Süden doch schon wieder die Wetterkapriolen bemerkbar gemacht.
gab Glatteis und natürlich dann auch wieder Unfälle und so weiter. Das ist immer die schlechte Seite. Wie schaut es denn in Berlin aus aktuell mit der weißen Landschaft? Sieht nicht optimal aus, ne? Aber damit war ja auch zu rechnen. Aber ich bin überhaupt schon, ich bin nämlich gestern aus Dresden gekommen und wir sind aus Innsbruck nach Dresden gefahren und da war schon, da war es schon, hat es schon gut geschneit auf jeden Fall. Und ich würde mich natürlich über Weiße Weihnacht würde ich mich natürlich sehr freuen. Das gehört irgendwo ein Stück weit dazu. Du bist es ja auch noch, kennst es vielleicht schon auch noch als Kind, Weiße Weihnachten. Aber ich glaube, die Kinder, die so in den letzten Jahren erst geboren sind, die tun sich da ein bisschen schwer, denke ich Ja, mal. das ist echt schade. Es gibt nichts Schöneres, als an Heiligabend rauszugehen und dann so den knirschenden Schnee unter den Füßen zu haben Ganz genau. beim Abendspaziergang. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Dann macht irgendwo auch der Weihnachtsmarkt dann eher wieder Sinn, ne? Dann Na, auf eine jeden Fall. Tasse Glühwein ist dann schon eher dann ein Genuss, ne? Wenn es Temperaturen dann entsprechend passen. Ne? Richtig. Wunderbar. Also, dann würde ich sagen, schauen wir am 30. alle nochmal kräftig hier Soko Leipzig. Ja, ich wünsche auf jeden Fall Das. viel Spaß und ja. Ja, schön, dass du kurz Zeit gefunden hast und dich da ein bisschen dazu geäußert hast. Wunderbar. Wir Gerne. bleiben, denke ich mal, in Kontakt, wenn vielleicht mal Ja. eine größere Rolle ansteht Ja, oder auch sehr vielleicht mal gerne. eine Serie als Dauergast für dich kommt, dann können wir da wieder weiter plaudern, oder? Auf jeden Fall machen wir. Und natürlich, wenn du ganz Ja. klar hier in die Stuttgarter Ecke kommst, dann auch gerne mal melden. Dann können wir uns auch mal privat irgendwo treffen. Auf jeden Fall machen wir. Machen wir. Alles klar. Und wenn man jetzt noch ein bisschen doch noch mehr von dir wissen möchte, wo kann man trotzdem noch was finden? Irgendwie gibt es irgendwie eine Internetseite oder? Also man könnte eigentlich auf meinen Instagram-Account zugreifen. Das ist Niamandi Adrian. Ja, einfach mein Name. Oder halt auf meiner Agenturseite, das ist die Hobrik Agentur. Okay. Da sieht man halt, was ich alles, wo ich überall schon mitgespielt habe und was jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Wunderbar. Sehr gut. Genau. Dann sage ich mal recht herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Ich danke Weiterhin dir. viel, viel Erfolg, dass deine Karriere da so weiterführt, wie du es dir wünschst. Dankeschön. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.